Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Bereits der erste Tag des Weltwirtschaftsgipfels in Tokio hat konkrete Beschlüsse zur Ankurbelung der Weltkonjunktur gebracht. Die 7 führenden Industrieländer verständigten sich auf einen drastischen Abbau der Zölle. Die Vereinbarung soll jetzt bei den festgefahrenen GATT-Verhandlungen zur Liberalisierung des Welthandels eingebracht werden. In einigen Branchen sollen die Zölle ganz abgeschafft werden, etwa bei Arzneimitteln, Bau- und Agrarausrüstung sowie bei Stahlmöbeln und bestimmten Alkoholika. Bei anderen höher verzollten Produkten sind Senkungen vorgesehen. Eine Welle des Vertrauens soll von diesem Gipfel ausgehen, so der einmütige Tenor der 7 Regierungschefs. Und alle warnen im Chor davor, wegen der weltweiten Wirtschaftskrise gleich in Pessimismus zu verfallen. Den Optimismus teilen auch die 9 in der Runde und die beiden EG-Vertreter ganz rechts beim traditionellen Familienfoto. Die Wirtschaftskrise als Chance für neue Anstrengungen nutzen, heißt der Appell von Bundeskanzler Kohl. Geplant ist eine neue Beschäftigungskonferenz der Wirtschafts- und Arbeitsminister. Innerhalb der G7-Gruppe sind rund 23 Millionen Menschen ohne Arbeit. Der Schlüssel für mehr Wohlstand und Wachstum sei die Ausweitung des Welthandels, hieß es. In dieser Frage gab es nach langen Verhandlungen endlich einen Hoffnungsschimmer. Die Unterhändler der führenden Handelsmächte einigten sich heute früh auf ein Vorabkommen über Zollerleichterungen. Dabei geht es um Senkungen bis 50% und weiter bis hin zum völligen Abbau von Zöllen für eine breite Warenpalette. Das ist wichtig, dass wir einen Fortschritt hier gegenüber München und gegenüber vor 2 Jahren haben und auch die realistische Chance, in diesem Jahr in Genf dann zu einem positiven Abschluss zu kommen. Das wäre einer der wichtigsten Wachstumsimpulse für dieses und für das nächste Jahr. Die Einigung wird hier schon als ein entscheidender Durchbruch und als die größte Zollsenkung in der Geschichte gefeiert. Skeptiker sehen darin aber nur eine positive Ausgangslage für weitere Verhandlungen in Genf. Denn der Kompromiss muss erst noch von allen 110 GATT-Mitgliedern gebilligt werden. Nach der Entlassung von Generalbundesanwalt von Stahl haben führende Politiker von Union und SPD heute klargestellt, dass die FDP keinen besonderen Anspruch habe, den Nachfolger zu benennen. Der Geschäftsführer der CDU-CSU-Fraktion Rüttgers und der SPD-Vorsitzende Scharping betonten zugleich, entscheidend müsse die berufliche und fachliche Qualifikation sein. Inzwischen steht auch fest, dass über die Nachfolge frühestens kommende Woche entschieden wird. So schnell wie die Entlassung des Generalbundesanwalts, das wurde heute in Bonn klar, wird die Ernennung eines Nachfolgers nicht klappen. Von Stahls Abgang war mit dem Kanzler in Tokio telefonisch abgestimmt. Ich gehe davon aus, dass über einen Vorschlag nicht vor Rückkehr des Bundeskanzlers aus Tokio gesprochen werden wird. So blieb man auch im Justizministerium schweigsam, nachdem ein erster Kandidat, der FDP-Abgeordnete von Essen, gleich abgewinkt hatte. Einig waren sich die Politiker, dass das Amt kein Parteienerbhof sei und allein die fachliche Qualifikation den Ausschlag gebe. Beim Einwechseln von CDU-Mann Manfred Kanter ins Innenministerium wurde dagegen heute der erste Schritt vollzogen. Der am Sonntag überraschend wegen der Fehler ihm untergeordneter Behörden zurückgetretene Rudolf Seiters erhielt aus der Hand des Bundespräsidenten seine Entlassungsurkunde. Dieser Schritt war nötig, weil der Präsident morgen auf eine Auslandsreise geht und der von ihm gleichzeitig ernannte Seiters-Nachfolger Manfred Kanter am Montag in einer Sondersitzung des Bundestags vereidigt werden soll. Seiters fragten wir nach Gerüchten, sein Rücktritt heiße, dass er mehr Einzelheiten kenne als die Öffentlichkeit. Ich weiß nicht, um welche Gerüchte es sich da handeln soll. Ich weiß nicht, wer den tödlichen Schuss abgegeben hat. Das alles ist Gegenstand von Untersuchungen. Kurze und knackige Kritik auch vom neuen Mann. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Organisation optimal funktioniert hat. Und es wäre völlig falsch, in der Organisation herumzufummeln, bevor man sie intensiv kennt. Sprach's und fuhr davon. Seitdem darf gerätselt werden, ob und wann die Sicherheitskräfte der Republik umstrukturiert werden. Auch 10 Tage nach der Polizeiaktion in Bad Kleinen steht noch immer nicht fest, wer mit welcher Waffe den mutmaßlichen RAF-Terroristen Wolfgang Grams erschossen hat. Jetzt vorliegende erste Ergebnisse 2er Gutachten widersprechen sich. Aus Schwerin Felix Pankok.
Der Chef des Landeskriminalamtes in Schwerin, Siegfried Cordus, besuchte heute den Tatort persönlich. Hier auf dem Gleisen 3 und 4 hatte sich das Drama vor 10 Tagen abgespielt. Aufklärung sollte heute eine Pressekonferenz des mecklenburg-vorpommerschen Justizministers Herbert Helmrich bringen. Er präsentierte heute Teilergebnisse zweier Obduktionen des toten Wolfgang Grams. Beide Gutachten kamen aber zu unterschiedlichen Ergebnissen. Nach dem einen Gutachten ist Grams weder durch eine Polizeiwaffe noch durch seine eigene getötet worden. Anders das zweite Gutachten, danach könnte der tödliche Schuss doch aus Grams eigener Waffe stammen. Weitgehende Übereinstimmung besteht zwischen dem Stanzmarkenprofil und dem Mündungsprofil der Gramswaffe. Der Einschuss kann durch diese Waffe gesetzt worden sein. Spekuliert wurde heute wieder über den dritten Mann, der sich mit Grams und Hogefeld in der Bahnhofsgaststätte getroffen haben soll. Denn dieser sei der Einzige, der eine weitere Pistole benutzt haben könnte. Die eingesetzten GSG-9-Beamten wurden heute wieder im Landeskriminalamt Schwerin vernommen. Diese Verhöre können noch einige Tage andauern, zumal insgesamt fast 80 Zeugen angehört werden. Eine Mahnwache auf dem Bahnhof Bad Kleinen erinnerte heute auch an den Tod des Polizisten. Der 25-Jährige sei im Dienst umgekommen, von ihm spreche heute aber kaum noch jemand. Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes von Hiermann hat weitere finanzielle Opfer der Landwirte abgelehnt. Bei der Eröffnung des 25. Bauerntages in Kiel erklärte er heute, die Landwirtschaft habe einen größeren Solidarbeitrag als andere Gesellschaftsgruppen geleistet. Durch die niedrigen Agrarpreise seien die Nahrungsmittelpreise zur Inflationsbremse Nummer 1 geworden. Für das gerade abgelaufene Wirtschaftsjahr 1992-93 rechnet Hiermann mit einem Rückgang der Gewinne in der Landwirtschaft zwischen 5% und 10%. Die Gewerkschaften wollen nach den Worten des DGB-Vorsitzenden Meyer notfalls bundesweit streiken, falls Karenztage zur Finanzierung der Pflegeversicherung eingeführt werden. Meyer sagte heute in Bonn, die geplanten Angriffe auf den Sozialstaat sollten mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln abgewehrt werden. Die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall sei ein Eckpfeiler der sozial verfassten Demokratie. Meyer kündigte an, dass die Gewerkschaftsmitglieder bereits im September zu Protestaktionen, vor allem während der Arbeitszeit, aufgerufen würden. Die Ruhrkohle AG in Essen will unter dem Druck wachsender Kohlehalden in den nächsten 2 Jahren das Personal drastisch abbauen. Dazu sagte der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens Heinz Horn im Gespräch mit Karl-Peter Schickendanz. Wir haben unsere Lieferungen an die Stahlindustrie gewaltig zurücknehmen müssen in den letzten 8 Monaten. Damit hatten wir nicht gerechnet. Wir hatten nicht erwartet, dass die Stahlkonjunktur sich auf hohem Niveau fortsetzt. Aber dass ein solcher Schlag ins Kontor kam, das war ganz unerwartet. Welche Auswirkungen hat das denn auf die Zahl der Beschäftigten? Wir müssen in den beiden vor uns liegenden Jahren zu dem gesamten Belegschaftsabbau, den wir schon hinter uns haben, die Zahl der Arbeitsplätze um weitere 20.000 vermindern und davon ungefähr die Hälfte bedingt durch die Stahlkrise. In welchem Zeitraum muss das geschehen? Das muss bis Mitte 1995, spätestens bis Ende 1995 abgeschlossen sein. Die Sozialdemokraten in Bonn haben wegen des bekannt gewordenen Einsatzes von Bundeswehrsoldaten in der umkämpften somalischen Hauptstadt Mogadischu den Abzug aller deutschen Streitkräfte aus dem ostafrikanischen Land gefordert. Der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Vogt warf Außenminister Kinkel vor, er habe mit seiner Äußerung, die Bundeswehr in Somalia dürfe nicht militärisch eingesetzt werden, gelogen und die Öffentlichkeit bewusst irregeführt. Das Auswärtige Amt und das Verteidigungsministerium wiesen die Vorwürfe zurück. Nach Informationen des Verteidigungsministeriums halten sich derzeit über 30 deutsche Soldaten am Flughafen von Mogadischu auf. Sie warten auf Lastwagen und Transportpanzer, die von dort nach Beletwen gebracht werden sollen. Unterdessen sind heute in Mogadischu 2 somalische Mitarbeiter der Vereinten Nationen von mutmaßlichen Anhängern des flüchtigen Milizenchefs Aidid getötet worden. In somalischen Quellen ist sogar von 6 Toten die Rede. 3 weitere UN-Mitarbeiter sollen von den Angreifern entführt worden sein. Die Vereinten Nationen und die EG versuchen erneut, eine Lösung im Bürgerkriegskonflikt in Bosnien-Herzegowina herbeizuführen. Die Vermittler Owen und Stoltenberg sind am Abend in Zagreb mit dem kroatischen Präsidenten Tudjman zusammengetroffen. Für morgen sind Gespräche mit der serbischen Führung in Belgrad geplant.
Erwartet wird auch ein Treffen mit dem bosnischen Präsidenten Izetbegovic. Er solle, wie es hieß, seinen Widerstand gegen Verhandlungen mit Serben und Kroaten aufgeben. Im zentralbosnischen Travnik trafen heute 200 muslimische Flüchtlinge ein, die monatelang auf serbischem Gebiet in Lagern festgehalten worden waren. Wir haben alles erlitten, wir haben es ertragen, dass Menschen verbrannt wurden. Was gibt es da noch zu sagen? Denen, die die Hölle erlebt haben, fehlen die Worte, sie zu beschreiben. 200 Moslems zunächst dem Tod entronnen, heute Mittag in Travnik, Zentralbosnien. Bis zu einem Jahr haben sie in Lagern verbracht, bewacht von Serben, die sie aus ihren Heimatdörfern vertrieben hatten. UNO-Blauhelme haben ihre Freilassung organisiert. Der Empfang durch die eigenen Leute in Travnik, die Moslems, ist rüde. Man weiß gar nicht, wohin mit den Flüchtlingen. Ich stehe immer noch unter Schock, sagt die alte Frau. Durch den Schreck der Vertreibung ist sie halbseitig gelähmt. Suchend schaut sie sich um, ob irgendjemand da ist, den sie kennt, der sie vielleicht aufnimmt. Aber da ist niemand. So ergeht es den meisten. Zwei Taschen hat jeder mitnehmen dürfen gegen Gebühr. 120 Mark haben die Serben verlangt. Für Kinder gab es keine Ermäßigung. Die Blauhelme haben getan, was sie durften. Jetzt müssen sich die Flüchtlinge selbst helfen. Travnik ist nicht das Ende der Flucht, höchstens eine Zwischenstation. Zwar sind die Moslems vor den Serben hier relativ sicher. Gefahr droht dafür jetzt durch die Kroaten rund um Travnik. Die Flucht von einem Elend ins andere, das nennt man hier auch zynisch bosnisches Roulette. 4 Stunden nach der Ankunft, die Presse war weg, der nächste Schreck. Mörser und Granaten auf Travnik. Wahrscheinlich waren es die Kroaten, vielleicht aber auch die Serben. Salut, willkommen, ihr Moslems, in Travnik. Überraschend hat heute das lettische Parlament den Kandidaten der Bauernunion Ulmanis zum neuen Staatspräsidenten des Landes gewählt. 3 Wahlgänge waren nötig, bis der 53-Jährige die erforderliche absolute Mehrheit gewann. Anfangs noch hatte Majorovic vom Bündnis Lettischer Weg als aussichtsreichster Bewerber gegolten. Der zog jedoch seine Kandidatur zugunsten von Ulmanis zurück. Bauernunion und Lettischer Weg bemühen sich derzeit um eine Regierungskoalition in Lettland. Rund 250 der 400 Roma, die seit dem 16. Mai auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Dachau Schutz vor drohender Abschiebung suchten, haben heute Nachmittag die Gedenkstätte geräumt. In einem langen Autokonvoi brachen die Familien nach Straßburg auf, um dort die Bundesrepublik wegen politischer Verfolgung vor dem Europäischen Gerichtshof zu verklagen. Etwa 150 der meist aus dem ehemaligen Jugoslawien geflüchteten Roma blieben in Dachau. Verhandlungen mit der evangelischen Landeskirche, die den Roma individuelle Hilfe anbietet, blieben erfolglos. Die Roma fordern ein Bleiberecht für alle 20.000 nach Deutschland Geflohenen. Kunststoffabfälle sollen künftig verstärkt zu Öl oder Gas verarbeitet werden. Das sagte heute der Vorsitzende des dualen Systems Deutschland, Brück, in Bonn. Vorteil sei dabei die gute Energiebilanz. Würde Kunststoff riechen, der bundesdeutsche Plastikmüllberg würde zum Himmel stinken. Rund 440.000 Tonnen Kunststoffmüll werden über das duale System allein in diesem Jahr eingesammelt. Nur ein Drittel davon können die Entsorger wieder aufarbeiten. Einige Umweltpolitiker machen angesichts dieses Riesenbergs Druck und fordern Verbrennen, aber... Wir finden leider Gottes keine Verbrennungsanlage, die unter dem Gesichtspunkt energetischer Verwertung im Moment für Altkunststoffe zur Verfügung steht. Die Kunststoffindustrie, nach Töpfers Verpackungsverordnung eigentlich zuständig, hat bisher keine umfassenden Entsorgungskonzepte auf die Beine gebracht. Darum liegt der Schwarze Peter nun beim dualen System eigentlich nur fürs Sammeln und Sortieren zuständig. Zurück in die Zukunft hieß heute in Bonn die Plastikdevise, denn die technischen Verfahren gibt es längst. Hydrierung und Vergasung sind die Zauberworte. Beide Verfahren, so die Wissenschaftler, sind der Müllverbrennung vorzuziehen. Sie sind ökonomischer, sauberer und am Ende kommt sogar noch Kunststoff raus. Allerdings sind sie erst in 2 Jahren industriell einsatzfähig. Bis dahin kommt uns der Plastikmüll teuer zu stehen. Ab Oktober wird der grüne Punkt auf Plastikflaschen statt 2 dann bis zu 20 Pfennig kosten. Die Gewinnzahlen im Lotto am Mittwoch. Ziehung A. 16, 20, 38, 40, 42, 45. Zusatzzahl 37. Ziehung B. 2, 13, 15, 28, 36, 43. Zusatzzahl 23. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 4, 0, 2, 5, 2, 3, 6.
und die Gewinnzahl der Lotterie Super 6 5 1 9 8 4 0. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für Donnerstag, den 8. Juli. Von einem Wolkenwirbel über der Ostsee erstreckt sich ein Band aufgelockerter Schauerbewölkung über Polen bis in die Nordhälfte Deutschlands. Südlich davon erkennt man geringe Bewölkung. Ursache für die Schauerbewölkung war ein Tief über Litauen, das kühle Meeresluft nach Deutschland lenkte. Es zog nach Osten ab. Die Meeresluft gelangt morgen, vor allem im Süden Deutschlands, unter Hochdruckeinfluss und erwärmt sich dabei. Nur der Küstenbereich wird noch von der Warmfront eines atlantischen Tiefs gestreift. Die Vorhersage für morgen. Im Küstenbereich Durchzug starker Bewölkung und einzelne Regenfälle. Im übrigen Deutschland heiter bis wolkig und trocken. Tiefsttemperatur 8 bis 13 Grad. Höchsttemperatur im Norden 16 bis 20, sonst 20 bis 25 Grad. Im Norden mäßiger westlicher Wind. Im Süden schwachwindig. Die weiteren Aussichten: am Freitag vielfach sonnig, im Norden wolkig und etwas Regen, Temperaturanstieg.